Oh Gott, ich sehe nichts. Ich muss einmal ganz kurz... So, da bin ich auch schon wieder. Hm. 1, 2, 3. Das Wichtige ist, dass sonst nichts zittert. Okay. Ruhig. Ruhig. Der rote Draht. Der rote Draht. Genau. Scheiße. Scheiße. Stirb. Dunkelheit. Die Dunkelheit ist mein Freund. Oh. Schick. Eine Kalasch. Ja, die gefällt mir, glaube ich, besser als der Bastard. Wesentlich besser. Gibt's hier noch irgendwas? Nein, okay, dann weiter. Hier ist nichts. Ich lasse die Lampe einfach mal an. Was? Alles so voll still, dramatisch, auf einmal das Radio. Okay. Hm, hier ist aber niemand. Aha, ein neuer Eintrag. Wir haben in Bolschoi wieder eins vergessen. Naja. Revolution, Eintrag 1. Eine Sache ist jetzt vollkommen sicher. Die rote Linie bereitet sich auf den Krieg vor. Ohne Tamtam und große Worte, wie beim Reich, versammeln sie die stärkste Armee, die es in der Metro je gab. Und die Stille, die ihre Kriegsvorbereitungen begleiten, erscheint mir noch schlimmer als die Reden der Faschisten. Und das mag was heißen, denn die Reden der Faschisten sind nicht unbedingt das Freundlichste, was es gibt. Hm, hier geht es nicht weiter. Ah. Okay. Wo zum Teufel geht es hier weiter? Hätten wir hier gar nicht nach unten gehen sollen? Ah. Ja. Oh, hier brauche ich... Nein. Kann ich die irgendwie abziehen? Ja, puh. Braucht nämlich kein Mensch gerade. Okay, weiter geht's. Gibt es hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Na, was ist das? Eine Schnellschusspistole? Oder eine Präzisionspistole? Ich bleib bei meiner. Die gefällt mir mehr. So. Wo geht's jetzt hier weiter? Hm. Fragen, Fragen, Fragen. Keine Antworten. Ah.
Hier gibt es noch Militärpatronen für uns. Wir laden mal kurz die Taschenlampe wieder auf. Müssen wir doch nach unten? Aber unten gab es doch sonst nichts. Hier muss es doch irgendwie... Ah, okay. Sehr schön. Yes, Sam. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Rauen mit Schwanz und allem. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, hey, los! Hey, was soll... Nein! Wirklich. Ich komme hier aber nicht durch. Na, Scheiße. Nein. Deckung. Du bist das Schwein. Na. Ah. Oh, nein. Das wäre so ein Fetter gewesen. Komm her. Stirb. Stirb. Mein Gott, ey. Da war doch das Rotlichtvisier. Du Wichser. Das war nicht die beste Idee. Lauf! Mein Gott. Stirb. Kriegst du mich wirklich? Bist du dir da sicher? Huh. Tschüss. Und tschüss. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier lebt aber irgendwo noch einer. Von wo? Ah. Okay, er ist scheinbar an den Verletzungen gestorben. Was eigentlich viel brutaler war, als ihn einfach abzuknallen, aber hey. So, wir laden nochmal schnell nach und durchsuchen jetzt natürlich... Hier ist ein Tor.
Kann man was mitnehmen? Hm, hast du auch noch was für uns? Bäh. Nein, der hat nichts mehr für uns. Ich habe doch so viele Leute abgeknallt, das kann doch nicht sein. Ah, hier von hier kamen wir, glaube ich. Ja. Hier gibt's noch was. Immer schön looten erstmal. Und wir hätten einfach links rausgehen müssen. Ich habe aber den Weg nicht gefunden und brauchte mal wieder die Taschenlampe. Und dann haben die uns irgendwann doch entdeckt. So, das nehmen wir auch noch mit. Das auch noch und das auch noch. War hier nicht nur einer drin? Nein. So. War es das? Nein. Den haben wir auch noch. Da. Ah. Hier hätten wir also auch langschleichen können. Hätten wir das Level echt ohne Schießen erledigen können? Das wäre schon krass gewesen, aber ich weiß nicht. Hm, ne, haben wir eine bessere? Der ist auch tot. Ah ne, nur bewusstlos, stimmt ja. So, wir müssen darüber. Oder können wir hier drehen? Nein, können wir nicht. Okay. Dann drücken wir mal den Hebel. Wer ist da? Scheiße. Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist jemand. Da ist niemand. Deine Ohren drehen sich ja durch. Also, ich kann es mir doch nicht nur eingebildet haben. Doch, doch, doch. Als wenn jemand... Tschüss. Ja, als wenn jemand. Ja, was denn? Alter, was? Machen die hier gerade an einer Gasleitung Feuer? Seid ihr behindert? Oder ist es eine Wasserleitung? Trotzdem. Oh, 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 oh. Wer ist da? Scheiß Feuer. Scheiße. Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Ja, ja, alles nur der Schlafmangel. So. Da ist einer, da ist einer. Niemand. Was? So. Das war's noch nicht, oder? Was? Wo denn? Ach, da sind noch welche. Nein! Okay, Freunde. Eins. Was? Zwei. Was? So. Okay, ich hoffe, jetzt können wir uns hier mal umschauen erstmal.
Nee. Da. So. Der hat unsere Schrotflinte dabei. Das war's soweit. Okay. Diesmal sind wir eigentlich recht gut durchgekommen, würde ich behaupten. Hier gibt's auch nichts mehr. Hat nicht gerade eben da hinten irgendwo was geblinkt? Oder war das hier? Ah ja, genau. Tabulator. Eintrag 2. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskvin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett versetzt, das die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter. Pavel, du Verräter. So, aber die Frage ist jetzt immer noch, wo geht's hier weiter? Ach, hier geht's weiter. Ich sehe immer nix. Wie hier geht's nicht weiter? Das geht auch nicht. Ah, ein Messer. Ach, wir haben voll. Okay. Ah, hier geht's weiter. Und auf. Was zum Teufel wollen die? Das ist nicht. Vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir im Buch nicht unterschrieben hätten. Haben wir. Ja. Aber was bringt das denn schon? Goodbye. So. Gibt's hier sonst noch was? Aha. Ach, wie geil. Da wechsle ich doch gleich mal. So, ein Schalldämpfer oder Mündungsfeuerbremse kann nicht schaden. Ein Riesentor. Vermutlich ein Schutzraum hier, wo wir gerade uns drin befinden. Ja. Lampe aufladen. Ja. So. Das? Den habe ich gar nicht gesehen. Ich muss echt besser aufpassen. Bauen die hier Schienenwagen? Schienenwägen, Entschuldigung. Oder? Schienenwagen? Schienenwägen? Ich weiß es nicht. Hier geht's nicht weiter, oder? Nein, okay. Wo dann? Von hier sind wir gekommen. Hier geht's nicht weiter. Ah. Hier geht es weiter. Okay. Hä? Kommen wir jetzt vielleicht hier durch? Nein.